so sehe ich morgens aus. Nein, was du gerade getan hast, wollte ich zeigen. Mach nein, ich das. Nicht. Ach so. Tu so, als hättest du es eben nicht gemacht und mach es nochmal. Aber dann habe ich sehr viel. Meine Damen und Herren, morgendliche Skincare-Routine ja. von diesem ich hab ja keine Attractive Wahl. Man. Wenn ich so eine attractive Frau habe, dann muss ich ja auch attractive bleiben, sonst läuft sie mir weg und sagt, ich muss meinen jüngeren Mann holen. Was? Ja. Nein, der Hübsche ist als wie ich. So, vergiss bitte nicht. So, warum bist du jetzt auf meiner Seite? Ich weiß nicht, warum bist du auf meiner das Seite? Das ist mal so, wie es ist, kurz. So eingeengt. Einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal, was machen wir denn hier gerade? Ja, es ist soweit. Heute ist der Tag, an dem mein Sohn abfahren wird. Deswegen bin ich aufgeregt und komm, zeig das nochmal richtig, wenn du schon dabei bist. Das weißt ist Hyaluronsäure. Habe ich jetzt richtig gezeigt. Hier aus einem. Oh, das ist wie ein Spiegel, oder? Das ist auch gut. Das ist jetzt Sonnencreme. Nancy, mach's mal so. Fühlt sich an, als hätte man so mehr getan für die Haut. So, ich mache jetzt gerade Sonnencreme, Justus auch. Ja, ja, er benutzt jetzt mit Öl, typisch Sonnencreme, wirklich krass. Wie lange machst du jetzt diese Hautpflegeroutine? Noch nicht so lange, leider. 2 Monate, 3 Monate. 2 Monate, glaube ich, höchstens. Aber davor habe ich auch eine Hautroutine gehabt. Ist jetzt nicht so, dass ich ja, vorher gar nichts gemacht habe. Ja, ich habe eine Creme benutzt. Das ist keine Hautpflegeroutine. Ja, ich merke schon. Du, Justus benutzt übrigens die andere. Aber die Sonnencreme muss ich mal später drauf tun. Weil ich jetzt gleich erstmal ordentlich durchsaftet bin. Hier. Diese hier, die verlinke ich dir auch unten, weil die mag Justus total gerne, weil... Ah ja, weil die ist nicht so bappig und ist nicht so weiß. Also ist nicht weiß, ist nicht bappig, zieht gut ein, als hätte man nur eine Tagescreme drauf, genau. Ja, genau. Ach Justus, ich wollte eigentlich so eine richtige... Auch keine reichhaltige Tagescreme. Die meisten sind ja auch so extrem fettig, die Sonnencreme, das ist ja auch nicht. Ach so. Oh, aber jetzt glänze ich wie so ein Schweinchen. Nein, das nennt man Glass Skin. Das ist ein gewollter Effekt, den ich jetzt den ganzen Tag haben möchte. Den ganzen Tag ja nicht. Okay, cool. Dann mache ich jetzt meine Haare mit meinem super. Willst du das auch sehen? Ja, ich habe natürlich noch viel mehr Schichten drauf. Also ich habe Toner, also erstmal natürlich Cleansing, dann Toner, dann mein Serum. Achso, vorher noch so ein Spray, Augencreme, Creme, Gesichtsöl, damit das alles so, ne, so auch bleibt. Auch morgens? Ja, morgens mache ich das Öl drauf und danach letzte Schicht Sonnencreme. Ja, das jetzt bin ich auch. Wir machen es ja nicht morgens gemeinsam fertig, das weiß ich immer nicht, wenn es auch morgens drauf ist. Achso, stimmt. Ja, heute ist ja, wie gesagt, ein besonderer Tag. Worum ging es eigentlich in diesem Vlog? Und zwar um Johanns Klassenfahrt. Ja, da die Klassenfahrt sich so, also zeitlich... nicht so ist, wie zufrieden. Sonst die Schule anfängt, haben Justus und ich uns jetzt aufgeteilt extra, damit wir alle Kinder ne, überall hingebracht bekommen. Und Justus übernimmt die Hälfte der Kinder und ich die andere, damit ich wirklich Johann auch bis zum Bahnhof kriege. Kannst du mir mal sagen, warum du auf meiner Seite bist? Das stimmt nicht richtig, bei dir ne? ist es so zugestellt. Das wahrscheinlich nein, das möchte ich nicht zeigen. Doch, ja. Das möchte ich Zeig nicht mal. Zeigen. Nein. Nein, das zeigen wir nicht. Hier ist meine Seite. Ich fühle mich jetzt eingeengt. Du kennst ja unser Badezimmer. Ja, und dann werde ich hier eingeengt und das dann plötzlich werde ich vertrieben. Das ist doch dann jetzt nur einmal kurz. Okay, weißt du was? Ich mache jetzt einmal aus. Und dann geht's unten weiter. Was ist denn hier passiert? Also das Kopfkissen steht halb ab. Ich finde, man merkt schon richtig, es wird viel früher wieder dunkel abends und nicht mal so doll hell. Also nicht mehr so schnell hell morgens. Es ist soweit der Herbst naht. Die Temperaturen waren schon die ganze Zeit irgendwie nicht so super toll. Und das Herbstgewächs überhaupt steht in den Startlöchern, habe ich schon gesehen, hier auf den Feldern. Und zwar der Kürbis. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf den Kürbis. Auf die Kürbiszeit, auf den Hokkaido-Kürbis freue ich mich. Als Deko, zum Essen. Da habe ich mir schon wieder ausgedacht, was ich alles damit machen werde. Ne? Suppe, Eintopf, gefüllt. Ich liebe die Herbstzeit. Herbstliebe. Erinnerst du dich an meine Herbstliebe-Reihe? Übrigens ist das hier kein Pickel. Das ist tatsächlich ein Mückenstich. Die Mücken fliegen auf mich. Immer wenn sie die Wahl haben zwischen mir und irgendjemand anderem, mich wählen. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Ich mache ein schnelles Morgen-Make-up, also so wie immer. Ich mache nie irgendwas Krasses. Es ist immer dasselbe, was ich mache. Manchmal denke ich mir, ich könnte auch mal wieder was Neues probieren. Aber dazu fehlt mir die Zeit. Also morgens immer nur. Das.
sich krass aus. Hast du das gesehen? Ja, ich habe meine Spateltechnik perfektioniert. Und das ist so cool damit. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ich dachte auch am Anfang, Gott, wofür braucht man das? Das braucht man doch gar nicht. Und einen Spatel, ich mache das einfach so wie immer mit einem Pinsel oder mit so einem Bobbelwobbel hier. Aber es ist ganz anders. Es ist wirklich anders. Guck dir das an. Also ich habe jetzt das ganze Gesicht voll. Sieht noch nicht so perfekt toll aus. Und ich habe noch, ja, sagen wir mal, es ist mindestens die Hälfte noch übrig. Ich habe nämlich jetzt dieses Mal einen ganzen Pumpstoß genommen, um dir das zu zeigen, wie viel übrig bleibt. Das heißt, normalerweise brauche ich für mein Gesicht, ich sage jetzt mal, einen Pumpstoß. Und mit Spatel brauche ich nur einen halben Pumpstoß. Das heißt, du sparst Produkt. Es geht viel schneller, finde ich. Also du hast es wirklich gut verteilt. Und vor allen Dingen ist es eben total ebenmäßig verteilt. Und es ist nicht so zugeklatscht, das Ergebnis, weil es eben so, ja, ausreichend ist für alle Stellen, ohne dass es zu viel Produkt ist. Weil man neigt immer dazu, zu viel Produkt zu nehmen. Das ist bei mir auch so. Guten Morgen, süße Maus. Ja, mein Schatz. Okay, Mami beeilt sich, ja? Mami beeilt sich ganz schnell. Normalerweise brauche ich nur 8 Minuten für mein Tages-Make-up. Aber mit Kindern geht es sogar noch schneller. Ja, guck sie an, wie schnell ich bin. Perfekt, mehr brauche ich nicht. Ich brauche keinen Concealer, ich brauche keine Abdeckung. Auch so ein Pickel da ist mir egal. Ich mag, dass er die normale Haut durchscheint. Ich mache meine Wimpern drauf, Augenbrauen ziehe ich nach und eigentlich war es das. Ich glaube, das habe ich dir letztens erst gezeigt, oder? Habe ich das nicht schon in einem Vlog gezeigt? Gleich gibt es Babytreff. Ja. Freust du dich schon, Anastasia? Ja. Babytreff schön. Babytreff schön? Ja. Babytreff ist schön, ne? Ja. Mami muss mich abholen. Mami muss dich abholen? Ja. Ja, ich hole dich ja immer ab, Anastasia. Heute ist gleich nämlich noch Hundeschule ausnahmsweise. Da kriegen wir die Zeiten immer für eine ganze Woche. Muss ich mal gucken, ob ich das schaffe mit der Hundeschule. Weil die ist sehr knapp an der Abholzeit. Und dann ist das, ja. Naja, ich schaffe das schon. Ich schaffe alles hier zu Hause. Ich rock das. Was ist das? Das ist eine Creme, eine Bronzing-Creme. I. Das ist nicht I, Anastasia. Das ist Schminke. Guck mal, das ist meine. Das ist deine Schminke? Ja. Ach, der Lippenstift? Ja. Den du beim letzten Mal schon gesehen hast, ja, den mag Anastasia ja immer noch. Der Farbe ist mir aber mittlerweile eh so krass. Das ist jetzt nichts, was ich gerne trage. Von daher. Du hast dich damit vollgeschmiert? Ja. Ja. Hast du dein Einhornkleidchen an, ne? Ja. Das habe ich hier neu gekauft. Oh, hast du dein Armband an? Ja. Guck mal, das passt jetzt noch besser. Es ist gar nicht mehr so groß, Anastasia. Als wir es gekauft hatten, war es noch zu groß. Das ist nicht so groß. Nee, das ist jetzt nicht zu groß. Du musst mich auch schminken. Du musst dich auch schminken? Ja. Wir müssen Johann noch gleich zum Bahnhof bringen. Du musst dich heute ganz doll von Johann verabschieden. Johann ist eine Woche lang weg. Du möchtest mitgehen auf Klassenfahrt? Ja. Das geht leider nicht, mein Schatz. Du bleibst schön bei Mami. Aber du kannst ja zur Babytreff. Ja. Na, das macht ja da auch Spaß. Was ist das? Mami muss immer Augenbrauen malen, wenn Mami nicht so viel Augenbrauen hat. Aber meine Kinder haben alle richtig schöne Augenbrauen. Ne? Also, die hätte ich ja gerne. Haben wir schon gut geerbt von Justus, muss ich sagen. Augenbrauen, also allgemein so. Also Asiaten haben ja wenig Haarwuchs und er hat gute Haarwuchsqualität vererbt auf Körper, also Gesicht, also Augenbrauen, Wimpern. Wow, meine Kinder sind so schön mit wunderschönen Augenbrauen und Wimpern. Das ist alles, was ich nicht habe. Was war das denn? Achso, vom Pinsel. Sonnenschutz kommt übrigens auch auf die Lippen. So, jetzt braucht Mami noch Wimpern. Wo sind die denn jetzt hin? Hast du gut geschlafen, Anastasia? Ja, in meinem Bett. In deinem Bettchen. Ja? Ja, ich beeile mich. Oh, Gesundheit. Ich will mit Ihnen absaffern. Ja,
Temoji wird dein Kuscheltier nicht abgefangen, okay? Ja, meine liegen auch nicht. Ich pass auf, ja? Ja. Überraschung. Ist das mein Schüssel? Ja, was willst du denn essen? Warte. So, Johann, noch Kulturtasche. Ladekabel. Okay. Ja, dann noch jetzt Essen trinken. Komm. Was möchtest du denn essen? Brot, keine Ahnung. Okay, mach ich. Ach, hier, nee, hier ist die Trinkflasche, Johann. Ja. Mami hat sich Zeit gelassen, nicht? Wer hat mich zu spät geweckt? Der Wecker hat uns pünktlich geweckt. Nein, ich habe den Wecker nicht gehört. Das ist ja dein Wecker. Der macht ja immer nur... Ja, dann will ich dich nicht aufwecken. Habe ich nicht gehört. Ja. Also, okay, ich stelle mir einfach nächstes Mal selber einen Wecker. Kann man nicht vertrauen hier. Weißt du, was ich immer vergesse, wenn ich meinen Kindern alles fertig mache? Essen, trinken, Mittagessen, kochen, trinken machen. Ich vergesse immer selber zu trinken. Das ist... Ganz schlimm. Hier. Jetzt auch gerade habe ich noch nichts getrunken. Genau, ich habe auch noch nichts getrunken. Ich mache jetzt mal das Brot, weil dann für... Ich muss aber was für meinen Sohn machen. Warum hast du denn jetzt meinen Teller genommen? Ach so, ich dachte, das hast du vorbereitet für mich. Wo sind denn jetzt die Brötchen? Die Sonne scheint hier durch das Fenster. Johann, dein Sohn. Gestern Abend haben wir noch Nudelsuppe gemacht. Na, Johann? Ja? Das letzte Mal für diese Woche. Diese Woche bestimmt nicht mehr. Elisa, bist du fertig? Jetzt gibt's jeden Tag Brot. Ja. Alles eingepackt? Nein, ich will jetzt Netflix machen. Ja, dann komm. Trinkst du auch noch gleich was? Ja. Hast du mir jetzt trinken? Ich dachte, du hast eben trinken für mich gemacht. Ich habe die Kaffeemaschine angemacht. Du hast... Nee. Was? Also, warte. Hier. Hier, der hier. Wo ist es? Alle haben noch. Du hast. Ja, nicht. Ja. Nur das Glas, ne? Danke. Prost. Bist du noch eine Karotte, Johann? Gerne. Ich hätte noch eine Brezel. Nee, gerne eine Brezel. Willst du eine Brezel haben? Okay. Die ist doch gut. Leberwurst, Leberwurst ist das. Okay. Okay, guck auf. Aber nicht so dick, ne? Okay. Ja, nicht so dick. Oh. Das ist richtig lecker. Adilette. Adilette. Ich auch mit der gut. Die Adilette. Das ist eine Adilette. Diese Pantoffeln. Die haben wir von Thailand. Achso, die hast du. Ja. Papi, ich wasche das kurz aus. Ja, ich auch. Ja, warte kurz. Ich weiß. Brauchst du nicht? Mach ich gleich. Nee. So. Was willst du noch drin haben? In der Brotbox. Wir haben, glaube ich, noch Radieschen, Riesenradieschen. Ja. Willst du eine Gurke? Nein, danke. Die schmecken gut. Das ist keine Gurke. Das ist keine Gurke. Ach so, oh Gott. Habe ich das Gurke gesagt? Das ist eine Gurke. Habe ich aber auch Gurke zu dir gesagt, Mann? Nein, du hast Gurke. Oh mein Gott. Das musst du einpacken, Johann. Ist das jetzt? Das musst du auch einpacken. Warte. Ich beeile mich auch, Mami. Guck mal, wir haben uns jetzt auch für diesen. Boah, der ist ja schwer. Tja, die PlayStation 5 muss ja auch mit. Genau. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Weil wir haben uns den Koffer entschieden. Wir hatten ja erst diesen großen, ne? Den hat mir gezeigt. Aber dann dachte ich, nee. Und da hat auch noch ganz viel Platz übrig gewesen. Das ist mein Koffer, der Kleine, ja. So zieht mein Sohn dann von dannen. Schwingen rüber und dann geht's los, mein Schatz. Ganz viel Spaß. Danke. Ist dein Handy dabei? Tschüss. Ja, du fährst jetzt ich mit Johann. Ich werde dich vermissen. Ja, ich werde ihn auch vermissen, aber du kannst ihn erst in einer halben Stunde vermissen. Und dann. Wir fahren zusammen, Elisa. Du wirst ihn dann zusammen. Viel Spaß, Johann. Ganz viel Spaß. Denk dran, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Was? Hä? Was? Weiß ich nicht. Was mit Clara? Clara ist noch nicht fertig. Clara hat heute auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen müssen wir jetzt als erstes los. Gut. Okay.
verabschieden uns. Ich bin ganz gespannt, was Johann... Du rufst mich ja gleich an. Ja, genau. Ich bin angekommen. Eine Postkarte möchte ich auch haben. Aber erst in 3 Stunden. Und ein Paket. Ja. Nein, ich will kein Paket. Achso, bitte kauf keine Sachen extra für Mami, Papi und die Geschwister. Brauchst du nicht. Kannst du ein bisschen für dich gucken. Mit deinem Taschengeld kannst du was besorgen. Ich kenne ja Johann jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich halte dich auf dem Laufenden. Tschüss.